Hallo, liebe Studierende. Dieser Screencast beschäftigt sich mit dem zweiten Teil des ersten Kapitels, und zwar mit der zeitdiskreten Faltung und der zeitdiskreten Impulsantwort. Eigentlich ist das fast einfacher zu verstehen als bei zeitkontinuierlichen Systemen. Die Idee ist die gleiche. Solange Sie ein lineares und zeitinvariantes System haben, lässt sich so ein System durch seine Impulsantwort charakterisieren. Und die bekomme ich, wieder wie im Analogen, wenn ich das System mit einem Dirac-Impuls anrege. Auch das ist bei einem zeitdiskreten System einfacher zu verstehen als bei einem zeitkontinuierlichen System. Beim zeitkontinuierlichen System ist ein Dirac-Stoß eine bisschen seltsame Konstruktion. Eine Distribution nennt man das, also ein Signal, was unendlich schmal und unendlich hoch ist und genau die Fläche 1 hat. Das ist mir so ein bisschen schwer vorzustellen. Das ist im zeitdiskreten einfacher. Im Zeitdiskreten ist das einfach ein Signal, was an der Stelle 0 den Wert 1 hat und ansonsten 0. Also wirklich sofort einleuchtend. Wenn wir uns als ein ganz einfaches Beispiel mal anschauen, was denn die Impulsantwort unserer Einheitsverzögerung, unseres Registers ist, ja, da gebe ich mein Delta von n auf den Eingang und sehe, wie es nicht anders zu erwarten war, dass am Ausgang mein Dirac-Stoß um eine Einheit verzögert, das heißt zum Zeitpunkt n gleich 1 rauskommt. Das schreibe ich dann Delta von n minus 1, also um 1 verzögert. Gucken wir uns ein bisschen komplizierteres Beispiel an, und zwar ein einfaches Filter. Gucken wir uns ein bisschen komplizierteres Beispiel an, und zwar die Impulsantwort eines einfachen Filters. Wir sagen jetzt wieder, wenn wir als Eingangssignal x von n Delta von n anlegen, dann ist der Ausgang die Impulsantwort h von n. Das ist unsere Filterstruktur. Das ist unser Eingangssignal Delta von n. Wir sehen jetzt hier zwei Register, zwei Verzögerungen. Und an drei Stellen in dieser Kette wird mein Signal abgezweigt und mit so einem Multiplizierer, also mit einem Gewichtsfaktor, multipliziert. Und hier wird alles wieder zusammen aufsummiert. Diese Darstellung nenne ich einen Signalflussgraph oder SFG, weil ich hier dran sehen kann, wie fließt denn mein Signal, wie fließt mein Dirac-Stoß. Und hier sehe ich noch x von n minus 1 und x von n minus 2. Das heißt, nach diesem Register ist mein Eingangssignal um 1 bzw. 2 Einheiten verzögert. Und das Ausgangssignal sieht jetzt so aus. Das bekommt man bei so einem Filter, wie es hier dargestellt ist. Das hat keinen rekursiven Anteil, das heißt, das ist rein transversal. Das ist ganz einfach nachzuvollziehen. Wir legen unseren Einheitsimpuls an und verfolgen den für jeden Schritt. Beim Schritt n gleich 0 habe ich hier eine 1 und hier jeweils 0. Das heißt, es wird nur meine Eingangs-1 um 0,25 gewichtet, einen Ausgang durchgereicht und hier sehe ich, okay, h0 ist 0,25. Zum Zeitpunkt n gleich 1 ist mein Eingang wieder 0 geworden. Diese Stelle ist 1 und diese Stelle ist immer noch 0. Das heißt, ich gehe jetzt hier durch, gewichtet mit 0,5 und sehe am Ausgang 0,5. Und zum Zeitpunkt n gleich 2 schließlich passiert wieder das Gleiche. Jetzt sehe ich 0,25. Und danach ist Ruhe, da kommt nichts mehr. Das ist der Grund, weshalb diese Filter auch FIR-Filter genannt werden. Filter mit endlicher Impulsantwort, Finite Impulse Response, FIR. Weil nach der Länge des Filters die Impulsantwort auf 0 zurückgeht. Die sind deshalb einfacher zu behandeln als die Filter mit Rückkopplung. Die Impulsantwort kann ich jetzt entweder schreiben als so ganz formal, also h0 mal Delta von n plus h1 mal der verzögerten Dirac-Stoß, Delta von n minus 1 und so weiter.
kann auch einfach schreiben. Das bietet sich vor allem bei so FIR-Filtern an, also mit endlicher Impulsantwort, indem ich einfach nur die Folge der Impulsantwort aufschreibe. Und wie wir jetzt gerade hier gesehen haben, wie man sich leicht überlegen kann, sind bei diesem Filtertyp die Koeffizientenwerte, also die Gewichte hier von meinen Zweigen, entsprechend der Impulsantwort. Man kann sich jetzt auch leicht überlegen, dass diese Werte von diesen Gewichten, dass die insgesamt jetzt festlegen, was für ein Typ, was für eine Charakteristik mein Filter hat, ob es jetzt, sagen wir mal, ein Tiefpass- oder ein Hochpassfilter ist. Was jetzt noch interessant ist, oder für die Praxis eigentlich noch interessanter ist, ist die Frage, wie reagiert denn mein LTI-System auf eine ganz allgemeine Eingangsfolge? So ein Dirac-Stoß ist ja schön zum Testen, aber normal will ich ja wissen, was kommt denn raus, wenn ich jetzt ein bestimmtes Eingangssignal anlege? Und wie bestimme ich das? Wenn ich mir jetzt überlege, dass ich mein Eingangssignal darstelle als eine Summe oder eine Überlagerung von Einheitsimpulsen, die ich mit bestimmten Gewichten jetzt noch versehe, nämlich den entsprechenden Werten meiner Sequenz, dann kann ich mir zunutze machen, dass ich eben ein LTI-System habe. Das erklärt jetzt vielleicht auch ein bisschen, warum ich so viel Wert darauf lege, dass ich ein lineares und zeitinvariantes System habe. Ich kann jetzt nämlich jeden einzelnen Impuls von meinem X von N hernehmen, den durch meinen Filter durchschicken. Dann kommt ja die Impulsantwort hinten raus, die jetzt nochmal gewichtet ist mit der Amplitude von dem entsprechenden Eingangswert. Und ja, das mache ich zu jedem Zeitpunkt n und überlagere alle diese einzelnen Teilausgangsfolgen und bekomme dann meinen gesamten Ausgangswert heraus, meine gesamte Ausgangsfolge. Und dieser Prozess, den nennt man Faltung, diskrete Faltung, weil wir diskrete Werte haben. Und das ist wirklich nichts anderes als das, was ich Ihnen jetzt gerade beschrieben habe. Auch wenn die Formel jetzt komplizierter aussieht, wir nehmen wirklich jeden Eingangsimpuls, speisen ihn durch unser System durch und überlagern alle Einzelimpulsantworten unseres Systems zur Gesamtantwort. Sieht jetzt, wie gesagt, ein bisschen kompliziert aus. Was hilft, ist, sich das einfach mal anzuschauen in der Animation. Und da gibt es ein sehr schönes Java-Applet unter dieser URL, die ich hier hingeschrieben habe, unter Joy of Convolution. Das kann man sich dann sehr schön angucken, was da passiert. Wir gucken uns jetzt ein ganz einfaches Beispiel an und sagen, das soll unser Eingangssignal sein. Das hat nur eine Länge von 2. Einmal habe ich einen Dirac-Stoß mit der Amplitude plus 1 und einmal eins mit dem Gewicht minus 1. Dann habe ich meinen Filter von vorhin mit der Impulsantwort, die wir schon kennen. Das heißt, ich habe jetzt ein Signal und meine Systemantwort, meine Impulsantwort, die auf die gleichen Arten beschrieben werden. So, und jetzt mache ich das wirklich schrittchenweise. Zum Zeitpunkt x0 gleich 1 stecke ich das jetzt in mein System rein und es kommt die ganz normale Impulsantwort raus, die ich schon kenne. x0 mal h von n. Zum Zeitpunkt n gleich 1 ist mein Eingangssignal jetzt minus 1 und dann kommt heraus das gleiche wie eben gerade, nur jetzt nach unten geklappt, weil ich ja einen Faktor minus 1 habe und außerdem ist das Ganze auch verzögert um 1, weil ja mein x1 zum Zeitpunkt n gleich 1 angelegen hat. So, das überlagere ich jetzt. Das darf ich wie gesagt machen, weil mein Filter ein LTI-System ist. Und das, was ich jetzt hier rausbekommen habe, ist meine komplette Antwort des Systems auf mein Signal x von n. Zum gleichen Resultat hätte ich auch kommen können, wenn ich jetzt diese Faltung ausgerechnet hätte. Das können Sie gern sich selber nochmal angucken. Das, was hier in der Rechnung passiert, ist aber letzten Endes genau das Gleiche, was ich jetzt Ihnen hier in zwei Schritten vorgeführt habe. Die gesamte Länge kann man sich leicht vorstellen, entspricht der Summe der Länge meines Eingangssignals plus der Summe der Länge der Impulsantwort
und dann nochmal minus 1 gerechnet. Warum minus 1, kann man sich durch Hingucken auch ganz gut erklären. Jetzt treiben wir das Ganze noch einen Schritt weiter und schauen uns an, wie sieht denn die Impulsantwort aus, wenn ich jetzt zwei solche Systeme kaskadiere, hintereinander schalte. Dann betrachte ich zunächst mal mein erstes System, g von n. Das ist ganz einfaches, es hat die Impulsantwort Delta von n minus Delta von n minus 1. Und hier habe ich das zweite System, das kennen wir mittlerweile, das ist das, was wir vorher betrachtet haben. Und insgesamt kann ich das jetzt als eine Red, oder hier, ja, nicht eine Black, sondern Red Box betrachten. Insgesamt soll das dann mein System S von n sein. Und ich rechne das jetzt ganz einfach, indem ich zunächst dieses Zwischensignal x von n ausrechne. Und wenn Sie es angucken, hier einen Dirac-Stoß draufgeben, ja, das sieht dann nicht ganz zufällig so aus wie mein Signal x von n von der vorigen Folie. Das gebe ich jetzt auf mein System h von n und das y von n kommt das gleiche raus wie im vorigen Beispiel. Das heißt, wenn ich zwei Systeme miteinander kaskadiere, dann ist die gesamte Impulsantwort einfach die Faltung vom System 1 und vom System 2. Aus den Gründen, die ich gerade gezeigt habe, weil mein Zwischensignal x von n letzten Endes nichts weiter ist als die Impulsantwort Delta von n durch mein System g von n gegeben. Man kann sich aber leicht vorstellen, wenn ich jetzt kompliziertere Eingangsantworten habe, wenn ich kompliziertere Eingangssignale habe, und das habe ich ja in der Praxis meistens, und wenn ich dann vielleicht auch noch ein längeres Filter habe, so Filter mit endlicher Impulsantwort sind typischerweise irgendwo zwischen 16 und vielleicht 1024 Koeffizienten lang, dann wird diese Faltungsoperation sehr aufwendig. Wir werden sehen, dass die Darstellung, die Rechnung in der komplexen Frequenzebene deutlich einfacher ist und man auch deutlich mehr dabei lernt und erfährt über dieses Filter. Das war jetzt schon der erste Teil des ersten Kapitels. Genau, machen Sie eine kurze Pause vielleicht, bevor es mit dem zweiten Teil weitergeht, indem wir uns dann angucken, wie das denn mit der Z-Transformation und der Rechnung in der komplexen Frequenzebene eigentlich so aussieht. Dankeschön fürs Mitmachen und fürs Aufpassen. Tschüss.